keep my heart beating, beating. Keep my heart breathing, breathing, babe. Keep my heart breathing, keep my heart breathing. Whoa. Andreas Kümmert ist wieder in der Spur und lässt alle Irrungen und Wirrungen der letzten Jahre hinter sich. Mit seiner neuen Platte Lost and Found verweigert sich der The Voice-Gewinner von 2013 mit der bemerkenswerten Stimme mehr denn je irgendwelchen Schubladen. Aus dem TV zurück zum Pop. Mit Liberation wagt Christina Aguilera den Befreiungsschlag. Dafür hat sich das einstige Popsternchen zahlreiche musikalische Partner zur Zusammenarbeit ausgesucht. Das Ergebnis ist ebenso vielseitig wie schwankend. Konstant ist allerdings Aguileras nach wie vor großartige Stimme. Seit 14 Jahren machen Matzen schon auf halbrebellische Dorfjugend. Auch der geradlinige Mix aus Indie-Rock und Mitgröll-Refrains auf Lichtjahre wird wieder durch die Festivalsaison tragen. Ein nicht enden wollender Coming-of-Age-Roman für Teenies und Freunde harmlosen Pop-Punks. Einblicke in seine Vergangenheit liefert der österreichische Rapper Nazar nach seiner Autobiografie auf dem 8. Langspieler nur in Ansätzen. Mit Mosaik kommen vor allem Battle-Rap-Liebhaber auf ihre Kosten. Wer zudem auf Trap-Autotune steht, liegt mit dem neuen Album des gebürtigen Iraners goldrichtig. Doch alles, was du sagst, ist nicht echt, denn du lügst, wenn es dir gefällt. Es siehst immer nur du und ich gegen den Rest der Welt.